Na gut, dann lassen wir das hier laufen. Generell, falls es nicht reichen sollte, wir haben hier noch Uran. Sogar sehr viel. Werden wir auch später brauchen. Ja, passt. Strommäßig sieht es wieder recht stabil aus. Wir lassen das Ding hier erstmal offline, glaube ich. Besser ist das. Haben wir noch irgendwas? Ja, wir könnten noch einmal hier die Geschichte machen. Und ab dann müssen wir sowieso komplett wieder bauen. Also umbauen in gewisser Weise. Also machen wir das noch fertig. Letzte Forschung, die wir mit jetzigem Stand forschen können. Ja. Und dann bewegen wir uns nochmal runter. Am besten mit Auto. Und dann müssen wir mal gucken, was wir eventuell schon oder ja, was wir eventuell schon abbauen können. So ein paar Sachen werden wir finden. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen aufräumen und ja, ich sag mal, bis 0 Uhr machen wir hier noch mit Factorio ein bisschen was. Und danach ist wahrscheinlich Schicht im Schacht, weil ich den Kram noch schneiden und hochladen muss. Aber wie gesagt, wir machen hier noch ein bisschen Kleinkram. Der ist nämlich gleich fertig zum Beispiel. Ja, so wie viele andere auch. Wie viel, warte, wie viel haben wir hier noch? Ja, 364k. Ein bisschen was geht noch. Aber nicht viel. Witzigerweise haben die bis hier hinten sogar noch was zu tun. Das muss mit der Stahlproduktion oder Verarbeitung zusammenhängen. Anders kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Die Öfen hier, die könnten eigentlich auch schon weg. Denn die brauchen wir an anderer Stelle mit höherer Priorität, sagen wir das mal so. Ist da noch drinnen? Nix. Okay, gut. Das war leicht. So. Gut, das können wir so lassen erstmal. Genau, beim Kupfer haben wir lange nicht geschaut, ne? Ja, ich glaube, da ist alles erstmal im Butter. Ja. Also Kupfer ist echt noch genug da. Also mit dem Kram hier 1,2 Mille, da kommen wir auch noch ein bisschen mit hin. Kohle geht auch, Stein geht auch. Jo. Genau, hier das olle Förderband, ne? Das kann auch weg. Also, bis zu einem gewissen Punkt. Ja, die ganze Maschinerie und Co., das wird nachher dann halt umziehen nach oben. Und da werden wir uns dann auch Gedanken darum oder darüber machen, wie wir am besten ja, diverse Produktionsabschnitte bauen können, wie zum Beispiel die Schaltkreise und Co. Also nicht so ein Billigkram wie hier, wo es an allen Ecken und Enden hakt, sondern vernünftig, wie wir es im letzten Spielstand auch schon mal getan haben. Verdammt. Über den alten Kram hier verbrauchen. Mist. Einfach weg damit. Mehr will ich gar nicht. Oh, nice. Gut, hätten wir das geschafft. Der wird sich hier tot basteln an den Zahnrädern, aber das ist okay. Jo, an sich lassen wir den Rest soweit laufen. Und zwar irgendwann so lange. Ja, bis wir oben einfach die ja, die Zuführung von Material abdrehen und den Rest, der dann hier ist, den lassen wir dann verbrauchen und dann ist gut. Aber vorher müssen wir natürlich gucken, dass wir oben die Kupfergeschichte hinbekommen, die Steingeschichte, Stahl und. Das werden wir aber wahrscheinlich dann morgen in Angriff nehmen. Ja, ich glaube, das ist ein Deal und hier ist auch noch Kohle ohne Ende. Der da hinten, ne, der bekommt nichts ab. Aber staut sich hier langsam wieder.
Ja, passt noch. Wir könnten mal aus dem Leichtöl eventuell noch das Zeug hier herstellen lassen. Dann packen wir hier noch eine Chemiefabrik hin oder auch nicht, weil ich keine mehr habe und keinen Bock habe, den Kram abzubrechen. Ne, dann machen wir das nicht. Schwere Rüstung? Ne, wir haben die Modulare hier. Ich habe gerade noch eine Holzkiste. Hat einen besonderen Hintergrund. Aufräumarbeiten. Das kann er rein, das kann er rein. Die nicht. Das kann da rein. Kohle entsorgen wir jetzt mal. Alles raus, was hier nichts zu suchen hat. Die alte Rüstung brauchen wir nicht mehr. Die Teile und so, die behalten wir noch. Das wäre blöd, die wegzuschmeißen. Und die kann man ja upgraden, oder nicht? Genau. Ernsthaft. Die Sachen sind aber weg, ne? Ja. War jetzt eine schwere Geburt, das Ding kaputt zu machen. Aber okay. Und das gehört auch ab und zu mal dazu, so ein paar Dinge aufzuräumen. Ja. Was haben wir denn noch? Warte mal. Das können wir wegbauen. Kampfanzug. Hm. Ja gut. Ist halt so die Prozessorgeschichte. Ja, der baut den Kram zusammen. Das dauert ein bisschen. Wird aber wahrscheinlich dann morgen fertig sein, wenn wir dann wieder anfangen zu streamen. Morgen ab 20 Uhr. Glaube ich. Ja, doch, 20 Uhr müsste sein, genau. Und der hier ist fertig. Und der da braucht noch ein bisschen. Der hier ist irgendwie, also da kommt nichts mehr an irgendwie. Oh, das ist Pech. Nee, warte mal. Ich hole mal ein bisschen Kohle. Oder Festbrennstoff, was hier rumliegt. So. So halt, unser Auto ist ja hier. Müssen wir nochmal so ein bisschen Plan machen über die Geschichte, wie wir jetzt oben weitermachen. Genau, also hier ist halt Eisenstrang 1, dann kommt da drunter der zweite. Eventuell würde es sich ja sogar auch anbieten, dass wir da drunter direkt die Stahlgeschichte machen. Oder wir machen das später so, dass wir Stahl gar nicht erst auf diesem Haupt-Main-Bus mit drauf haben, sondern Stahl jedes Mal für jede Produktionsanlage wieder neu herstellen lassen. Das können wir auch machen. Wäre vielleicht sogar schlauer. Obwohl, nee. Eigentlich nicht. Nee, also wie gesagt, alles, was irgendwie schmelzt oder Roherze verarbeitet, das sollte hier oben im Bereich sein. Also sagen wir mal hier so. Oder bis hier von mir aus. Weil wir haben ja hier nochmal Eisen, Stahl, Kupfer, Stein. Dann haben wir schon einen relativ großen Platz verbraucht. Und nach hinten hin haben wir halt Luft. Das ist gar kein Problem. Außer hier halt. Naja, nicht mehr so lange. Es hätten noch zwei gereicht, ne? Ja, drei. Aber wir haben schon sieben. Also es war auf jeden Fall eine gute Idee. Wir haben das verdoppelt heute. Nee. Moment mal, was hatten wir am Anfang? Einer, ne? Oder drei? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier produktiver als vorher. Ja, und dann wird im Prinzip, genau. Jetzt muss ich überlegen. Eisen, Stein, Kupfer. Kohle. Ja. Uran eventuell noch. Genau, und der ganze Kram
wird dann halt, wie vorhin schon angesprochen, auf so einem 6er Mainbus nach unten gebastelt. Da können wir schon mal so ein bisschen was mit machen. Und zwar fängt das nicht da an, sondern ja, irgendwo hier. 2, 3, 4, 5, 6. Genau, dass sie so halt unter ihrem jeweiligen Bahnhof nach unten laufen. Das sind jetzt halt nur die Förderbänder für Eisen. Hier kommt dann halt Kupfer dazu. Und dann haben wir hier drinnen auch genügend Platz. Wobei, das ist vielleicht sogar schon so ein bisschen zu viel Platz, ehrlich gesagt. Aber wir haben ja gelernt, bei Factorio immer mehr Platz lassen, als man braucht. Also machen wir das so. Also pro Bahnhofmodul kommt ein 6er Mainbus drunter. Hier jetzt wie gesagt Eisen, dann da irgendwann Kupfer. Wobei wir mit dem Kupferkram wahrscheinlich erst später starten werden. Wahrscheinlich hier auf dieser Höhe oder so. Jo. Ja, und bei Stein und Stahl machen wir dann vielleicht nur einen Vierer. Obwohl. Diese ganzen Grundgeschichten, ne, die können wir auch. Da können wir auch einen Sechser lassen, glaube ich. Und auch dafür werden wir noch einen Blueprint bauen. Da kommen dann nachher halt nicht nur diese dämlichen Förderbänder rein, sondern Beleuchtung, hier Steinfußboden und so weiter, damit das vernünftig ausschaut. Und auch hier in den Zwischenräumen werden wir auch noch irgendwas machen, damit das einigermaßen passt. Ah. Was wir vielleicht mal testen könnten, wäre später das hier. Veredelter Beton. Dass wir halt hier drinnen so diese Laufwege haben, wo man halt noch schneller drauf läuft. Also schneller als hier quasi. Das wäre vielleicht ganz cool, oder? Das sind alles so Dinge, die könnt ihr nochmal ausprobieren. Das Auge produziert mit, ja, genau. So könnte man das sagen. Oh, der kommt aber relativ schnell durch. Hätte ich gar nicht erwartet, aber okay. Ja, wie gesagt, die Zentrifugenanzahl war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber lieber so als zu wenig. Aber 7 ist schon mal cool. Ups. Ja, 49k noch. Man könnte das hier effektiver gestalten. Ja, brauchen wir das denn? Ach komm, je mehr, desto besser. Ja, kriegt er gleich wieder, alles gut. Oder auch nicht. Ah, warte mal, wir gehen da links rum. Wieso? Solange die Schwefelsäure reicht, ne, dann müssen wir mal gucken. So. Habe ich noch so ein Dingens? Jo. Perfekt. Je schneller dieses Uranvorkommen hier weg ist, desto besser. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch eine Zentrifuge zum Laufen. Oder die dritte dauerhaft, je nachdem. Also das war vielleicht echt ein bisschen zu viel des Guten, aber egal. Okay, nehmen wir mal 20, nehmen die auf, okay. Na, da sind Nummer 4 und Nummer 5 immer noch zu viel, aber wie gesagt, ich lasse die jetzt mal stehen, passt schon. Immer noch 7. Ja, die haben immerhin 5,8k, 6,8k. Das ist schon in Ordnung, ist schon gerechtfertigt, dass sie da stehen, glaube ich. Und die Schwefelsäure reicht. Oh, nice. Strom reicht anscheinend auch. Gut. Ja, ansonsten müssen wir hier in Brüssel aufpassen demnächst. Aber ich denke, das geht auch. Ja, gut. Also wie gesagt, ich bin mit den Blueprints generell zufrieden.
Aber sobald wir dieses ganze Gedöns hier so ein bisschen aufgebaut haben, also wahrscheinlich morgen im Laufe des Abends, müssen wir gucken, dass wir hier wieder vernünftige Fläschchen herbekommen. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Militärforschung hinbekommen, damit wir diese Lasergeschütztürme machen können. Denn ich möchte hier an den Ecken noch so kleine Buchten reinbauen, wo die Geschütztürme drinnen stehen. Pro Viereck quasi. Dasselbe machen wir beim Bahnhof auch. Und wenn wir das dann drinnen haben, dann sind diese Blueprints höchstwahrscheinlich endlich fertig. Ist halt das Einzige, was noch fehlt. Einfach mal so ein paar Förderbänder random verbrauchen. So. Da wir ja gerade so viele bauen. Okay. Ja, wie gesagt, der Bahnhof, der wird noch größer. Also generell sind es ja viele Bahnhöfe. Aber dieser ganze Part hier oben ist halt reserviert für die Bahnhöfe, ja. Läuft. Mit dem Eisenvorkommen hier werden wir lange zu kämpfen haben. 17 Mille und hier waren das, glaube ich, 14. 14 Mille, genau. Da werden wir ein Weilchen mit hinkommen. Aber diese Bahnhöfe sind halt auch dafür da, falls es irgendwann doch mal weg sein sollte, was durchaus passieren kann, denn wir haben viel vor, dass wir halt hier einfach Züge ranklatschen können, die Bahnstrecke ändern und schon haben wir es halt wieder da, ne? Ohne großen Änderungsaufwand, außer dass die Strecke dann länger wird. Oder so, diese hier wird dann wahrscheinlich nutzbar irgendwann. Weil, wie gesagt, man hätte hier wunderbar auch alles über die Förderbänder regeln können hier ran, ja. Aber das ist nur für die Vorbereitung für später, falls das hier irgendwann nicht mehr reicht. Und wir haben beim letzten Spielstand gesehen, wie schnell man mal so eine Million an Rohstoffen durchballern kann. Das geht. Und das geht sogar sehr schnell. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir für heute zum Ende. Und dann werden wir morgen um 20 Uhr weitermachen mit Factorio. Was? Da oben sind ein paar Förderer. Ja, hier meinst du, oder was? Das kann gut sein. Das sind die, die ich am Rand hingebaut habe für den Rest, ne? Ja, genau. Das sind die Eingrenzförderer, die den Rest quasi aufgesaugt haben. Die können wir tatsächlich abbauen. Ja, danke für den Tipp. Ja, wie gesagt, dann kommen wir so langsam zum Ende. Diese Abbaugeschichte können wir morgen auch noch weitermachen. Zur Not, die Dinger rennen ja nicht weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier halt, wie gesagt, die Produktion noch ein bisschen steigern. Und dann die Verarbeitung so hinbekommen, dass wir quasi das hier noch einmal kopieren. Und dann darunter für Kupfer bauen. Ich habe mich gerade dazu entschieden, diese Stahlgeschichte weiter unten zu machen. Ja, und alles, was wir hierüber hinaus brauchen, das kommt weiter nach links. Wie gesagt, hier gerade ein bisschen tricky bei dem Eisen, aber wir können ja einen Blueprint abmessen. Plus 7 rechts, plus 7 links und dann können wir hier einen überspringen. Also easy going. Ich weiß, Horti, dass da noch mehr sind. Wie gesagt, die Dinger rennen ja nicht weg, habe ich ja gesagt gerade. Ja. Und dann geht es darum, die ersten Automatisierungen wieder zu bauen, also vernünftige diesmal im Sinne von Schaltkreisen und Co. Also alles, was wir so hinbekommen. Und dann werden wir uns irgendwann auch nochmal mit einer richtigen Ölverarbeitung auseinandersetzen müssen. Aber das machen wir später. Und da werden wir uns wahrscheinlich heute und morgen keinen Kopf mehr drum machen. Ja, würde ich sagen, speichern wir das Ganze. Ich werde mich gleich im Anschluss an den Schnitt setzen und ans Rendern. Und dann das Ganze über Nacht schon mal hochladen, damit wir morgen wieder frisch ans Werk können.